Nee, 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 nee. Freunde der Nacht. Ihr habt's sicherlich alle mitbekommen. Ich gebe wieder Zitronentee-Getränk. Diesmal aber kein Butterbrot, sondern Foodporn. Ihr seht mich eine Banane essen. Die Wahlen sind vorbei. Und ja, wie erhofft hat die CDU-CSU sowie die SPD eine dicke, fette Klatsche bekommen. Und ich glaube auch die AfD so ein bisschen was. Und das ist eine gute Sache. Aber, und jetzt kommt's. Dazu gehe ich extra meinen Läppi-Schleppi holen, weil ich konnte es eigentlich nicht glauben, als ich das heute gehört habe, was Frau AKK, Annegret Kampf-Knarrenbauer, so würde ich sie mal nennen, heute im Fernsehen losgelassen hat. Sie will nämlich im Grunde genommen... Sie hat was gegen Pressefreiheit, habe ich so habe ich es verstanden. Weil sie in orbanischer Tradition fast schon die Presse, in dem Fall YouTube und dann Rezo und natürlich ein paar andere YouTuber, mich wohl eingeschlossen, weil ich auch eine Wahlempfehlung gegen CDU, CSU, SPD und AfD abgegeben habe, herausgehauen habe. Sie will da wohl irgendwie eingreifen. Zumindest möchte sie bei der CDU, CSU stark darüber diskutieren und hat das mit folgenden Worten gemacht. Das möchte ich einfach abspielen, weil es einfach, ich mache es auch extra laut, damit man das übers Mikrofon hören kann. Sehen könnt ihr es selber, ich werde es dranhängen als Link, solange es halt eben noch verfügbar ist. Als die Nachricht kam, dass sich eine ganze Reihe von YouTubern zusammengeschlossen haben, um einen Aufruf zu starten, Wahlaufruf gegen CDU und SPD. Habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von, sagen wir mal, 70 Zeitungsredaktionen 2 Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Und ich müsste glaube, man mal machen. Es hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst. Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache, was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein? Das ist eine sehr grundlegende Frage, über die wir uns unterhalten werden. Und zwar nicht nur wir in der CDU und mit der CDU, sondern ich bin mir ganz sicher, in der gesamten medienpolitischen und auch demokratietheoretischen Diskussion der nächsten Zeit wird das eine Rolle spielen. Und deswegen werden wir diese Diskussion auch sehr offensiv angehen. Also, Frau AKK, das komische Demokratieverständnis, was Sie da zeigen, ist natürlich so ein bisschen seltsam. Das, was wohl in einer analogen Welt passiert wäre, wäre im Grunde genommen nicht viel, weil es gehört zur freien Meinungsäußerung, dass man halt eben auch Wahlaufrufe starten darf als Privatperson gegen eben, ja, für Parteien oder gegen Parteien. Ich erinnere mich beispielsweise, da gibt es so einige Prominente, die sind jetzt vielleicht auf YouTube nicht so prominent, wobei ja, wahrscheinlich, die kennt man eher aus dem Fernsehen, aber die auch Wahlkampf gemacht haben für die CDU, CSU und da war es okay, dass sie es gemacht haben. Wenn man es aber jetzt gegen die CDU, CSU macht, dann ist es nicht mehr okay. Diese komischen Bio-Sticker auf diesen Tomaten, auf Tomaten gibt es die auch, aber auf den Bananen, was soll denn das? Da habe ich 3, 4 Bio-Sticker auf einer Banane. Das Teil heißt Banane. Muss der mal davon essen, damit das hier ein bisschen wieder läuft. Also ich bin schockiert von dieser Aussage. Und das ist, ich dachte ja schon, letzte Woche ist eine schlechte Woche, wo wir alle diese komischen Nachrichten gesehen haben. Und dann auch diesen Aufruf von unserem Bundestagspräsidenten. Hab irgendwie jetzt langsam so das Gefühl, die CDU, CSU hat irgendwie ein Problem, was mit Pressefreiheit zu tun hat. Und es entwickelt sich, ich habe die Ahnung, es könnte sich in eine Richtung entwickeln, die jetzt stark kritisiert wird, die momentan in Ungarn abgeht, die aber auch in Polen abgeht und in anderen Ländern abgeht, was so ein bisschen ja so mehr geführte oder gelenkte Demokratie angeht. Das heißt, Demokratie ist dann nur noch im Namen und freie Meinungsäußerung ist da so... So das Schmuddelkind, womit man dann halt nicht mehr spielen möchte. Also irgendwie, ich habe da irgendwie so einen Verdacht, dass die CDU, CSU nicht mehr lange an der Macht
sein sollte, weil sie sind so ein bisschen da, haben das so ein bisschen so, wenn man nämlich zu lange an der Macht ist, dann fängt man an, die Macht zu missbrauchen. Und ich habe irgendwie so, ich sehe da Anleihen ganz deutlich, wenn man sich solche Aussagen anhört. Und natürlich ist das natürlich auch ein Schlag ins Gesicht gegen alle Leute, die sich auf YouTube beispielsweise engagieren, die versuchen, Leuten Politik näher zu bringen, weil wenn man so auf der Straße rumläuft, was haben die Leute mit Politik zu tun? Nicht sehr viel. Und dann macht es mal Sinn, dass man vielleicht mal anfängt zu reden, über bestimmte Sachen zu reden und den Leuten mal was, irgendwie zumindest eine Diskussion zu starten. Und Diskussion ist nämlich wichtig, gerade in der Demokratie, dass man miteinander diskutiert. Wenn man aber jetzt versucht, solche Meinungsäußerungen, sei es jetzt auch Wahlaufrufe, die natürlich dann gepaart sind mit Meinungsäußerungen, die man vorher hatte, oder Überlegungen, die man gebracht hat als Begründung, zu verhindern in Zukunft oder einzuschränken oder unter Strafe zu stellen oder nur noch bestimmten Gruppen zu erlauben, dann ist es nicht mehr weit her mit der Demokratie und sie entwickelt sich zu einer Diktatur. Und ich mache ja sonst immer eher lustigere YouTube-Videoschen, aber das meine ich jetzt ganz ernst. Die CDU-CSU hat mit der ganzen Reaktion auf das Rezo-Video selber, glaube ich, es jetzt geschafft, eine ganze junge Generation komplett zu vergraulen. Und muss man ehrlich sagen, das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache, weil das sorgt halt eben dafür, dass sie nicht mehr so lange an der Macht sein können, sondern nur noch so lange an der Macht sein können, solange alte Leute sie wählen. Das hat die Europawahl ganz stark gezeigt. Die meisten Leute, die CDU-CSU gewählt haben, sind halt eben die 60 drüber. Ne? Und es sind viel, viel weniger, die darunter noch die CDU oder CSU gewählt haben. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist ein bisschen abwarten. Ne? Das wird sich da schon ein bisschen lichten an der einen oder anderen Stelle. Und wo es sich nicht lichtet und wo man noch eingreifen kann, sollten auch die Jungen eingreifen. Und ich bin mir relativ sicher, wenn die ältere Generation merkt, die junge Generation, die interessiert sich so nicht Politik und so, und jetzt auf einmal interessiert sich für Politik und sie haben eine komplett andere Meinung als die Partei, die ich normalerweise immer wähle, und die haben sogar Argumente und die sind gar nicht mal schlecht, dann kann man natürlich die ältere Generation, die mehrheitlich noch CDU, CSU wählt, auch überzeugen. Das braucht ein bisschen nur seine Zeit. Wie gesagt, einige Reihen werden sich lichten. Aber es wird dann klappen. Und ich bin mir relativ sicher, das ist der erste große freiwillige Schritt von der CDU-CSU zur Machtabgabe, würde ich mal fast schon behaupten. Weil sie haben, da bin ich mir relativ sicher, nicht nur eine, sondern gleich zwei oder sogar drei Generationen verloren mit dem Auftritt. Ja, drei vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zwei Generationen mit Sicherheit haben sie verloren. Und auch die ranwachsende neue Generation, sagen wir mal so, die dann auch irgendwann mal in ein paar Jahren, glaube ich, ist es noch, wählen darf, die wird sich ganz genau überlegen, ob sie das Kreuz bei der CDU oder CSU macht. So, das ist mein Senf dazu. Ich empfehle auch CDU, CSU, AKK, Annegret Kampf-Knarrenbauer, mehr Bananen essen. Dann läuft das hier oben ein bisschen was besser. Ne? Und vielleicht kommt man dann nicht auf solche komischen Ideen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.